Wir begrüßen Sie zum Länderspiel, Frank Buschmann und Mani Breukmann. Arena ist bekanntermaßen das Fußballstadion des Erstligisten HSV. Gelegentlich wird es auch für Konzerte oder für andere Veranstaltungen genutzt. Inklusive der Stehplätze finden hier bis zu 57.000 Zuschauer Platz. Die Imtec Arena ist ein offizielles Kategorie 4 Stadion. Und auch der Besuch des HSV-Museums lohnt sich durchaus, klappt aber nur an Heimspieltagen mit einer gültigen Eintrittskarte. Und als Schiedsrichter durch die Partie begleiten wird uns heute Valente Larrazábal. Stimmung hier im Stadion, die Spieler sind auf der Reise. Jetzt könnte es gefährlich werden. Peschko. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Unterstützung, die er in dieser Situation braucht. Jetzt Schuss und das muss er pfeifen. Und das hat er gepfiffen. Und es gibt Elfmeter. Elfmeter, gelb oder rot, er gibt gelb. Und das ist glücklich, 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 denn das war aus meiner Sicht ein Platzverweis. Sache, so ein Elber, aber er hat es geschafft. So ein Strafstoß, oft nur eine Frage der Psyche. Draxler. Lars Bender. Starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Peschko. Peschko. Oh, das könnte gefährlich werden. Unnötiger Ballverlust. Der Körper und dann der Ball ins Aus. Lars Bender. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Draxler.
einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Schön, wie er sich freiläuft. Auf der rechten Seite gibt es jetzt eine Option. Einige Fans fordern Eckball, aber ich glaube, Einwurf ist schon die richtige Entscheidung. Schnell passen und dann die Lücke finden. Das ist jetzt die Parole. Peschko. Mittelfeld. Über das. Volland. Das Binder. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Eine Rangelei um den Ball. Geht er rein? Oh je, das kann er viel besser. Spender. Herrliche Flanke. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Und der Schiedsrichter sagt, das war Abseits. Der Ball ist frei. Jetzt haben sie zu ihrem Spiel gefunden. Gut mitgespielt. Er geht im und jetzt! Und der Ausgleich ist hier gefallen. Und das geht voll in Ordnung. Dieses Tor für Deutschland, jawohl, das müssen wir natürlich in der Wiederholung studieren. Gerade noch mit einer klasse Parade, der Held, und beim nächsten Mal ist es dann eben doch passiert.
es erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Zu früh gestartet, abseits. Hüvedes. Können Sie die Flanke verwerten? Besser und härter kannst du nicht schießen. Aber besser kannst du auch nicht halten. Wenn es so weitergeht, dann wird sehr spannend im Durchgang 2, denn zur Pause steht es 1:1. Diese beiden sind ausgeglichen, das drückt sich ja auch im Ergebnis aus. Und sie müssen ein bisschen mehr nach vorne riskieren, dann wird es ein guter Anstoß zum Beginn der zweiten Halbzeit. Lars Bender. Kommt was auf uns zu. Hüvedes. Lars Bender. Volland. Schön gesehen. Achtung! Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Und jetzt setzen sie alles daran, hier in Führung zu gehen. Wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Draxler. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Er attackiert ihn, er will den Ball. Ganz schnelle Entscheidung. Der Schiedsrichter sagt, ich muss diese Aktion doch unterbinden. Und dieses Foul sieht er gelb. Boah, da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Ein klares Foulspiel, korrekte Entscheidung. Er kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Zeitgleich wollen die beiden Trainer nochmal neue Leute in die Partie bringen. Möglichkeit jetzt. Draxler. Volland. Das muss es sein. Jetzt sieht er ab. Sie gehen jetzt in Führung. Könnte sich eine Chance entwickeln.
bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Der Ball läuft gut durch die eigenen Reihen. Jetzt muss sich die Lücke auftun. Überraschende, schnelle Pässe, die müssen es sein. Dann tut sich auch die Lücke auf. Gutes, schnelles Passspiel. Gute Flanke. Sofort abgezogen. Und ja, das ist der Ausgleich. Da sah die Abwehr aber nicht gut aus. Kalt wie die berühmte Hundeschnauze, der Junge. Und damit den Keeper mal so richtig schön vernascht. Und hier sieht man, warum die Trainer immer wieder fordern. Ihr müsst über außen spielen und dann die Flanke punktgenau reinzirkeln. Hier passiert hier das Tor. Und es steht unentschieden. Und ich weiß nicht, ob hier einer gewinnt. Und wenn ja, wer? Hüvedes. Volland. Der Ball läuft wunderschön und sie suchen die Lücke. Es gibt so wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen, der Gegner hat den Ball schon wieder. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Schöne Flanke. Kann er diese Flanke verarbeiten? An die Latte und zurück ins Feld. Rudi. Draxler. Hat er noch ein paar Asse im Ärmel, der Trainer? Er bringt noch mal einen neuen Mann. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball. Einwurf. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Rudi. Es ist nicht mehr so lange zu spielen, aber ich glaube, da geht noch eine Menge in diesem Spiel. Ja, da kommt was auf uns zu. Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Sieger nach 90 Minuten.